Hallo, ich bin Hagen. Ich bin bei Mittnestrom zuständig für das Akzeptanzmanagement bei Hochspannungsprojekten. Der Energiebedarf wird weiter steigen, auch auf dem Land. Und hinzu kommt, dass wir immer mehr Strom aus erneuerbaren Energien in unsere Netze einspeisen. Deshalb müssen wir alte Leitungen, wie hier zum Beispiel, neu bauen, aber auch neue Leitungen hinzubauen. Unsere oberste Priorität ist die Versorgungssicherheit in der Region. Ich werde oft gefragt, warum wir überhaupt neue Hochspannungsleitungen brauchen. Digitalisierung, Wärmeerzeugung, Elektromobilität. Meine Aufgabe, alle Beteiligten an einen Tisch zu holen, frühzeitig und fortlaufend zu informieren über das Projekt, wo es möglich ist, Beteiligung zu organisieren und am Ende eine möglichst breit akzeptierte Lösung zu finden. Bei Neubauprojekten, das ist ganz wichtig, suchen wir nicht nur die wirtschaftlichste Lösung, sondern suchen die Lösung, die die geringsten Beeinträchtigungen für Menschen und Natur mit sich bringen. Ich bin zufrieden, wenn wir Netzausbauprojekte gemeinsam mit den Menschen vor Ort voranbringen und realisieren können und am Ende alle Beteiligten mit dieser Lösung gut leben können. Netzausbau sichert die Zukunft unserer Region und die Grundlage für diese Sicherung ist eine breite Akzeptanz. Wenn ihr Fragen an mich habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare.